3. Die letzte haben wir noch nicht, aber Karotte können wir noch mal ernten und Kartoffel. Jetzt können wir die letzte auch noch. Und dann haben wir ja schon fast alles in Sack und Tüten. Zumindest, dass es seine Ordnung hat. Hier ist noch einer falsch und hier ist noch einer falsch. Oh, das Leben hat uns fast wieder. Aber nur fast, ne? So, jetzt will ich einmal ganz kurz gucken. 3. Warte. Ach Gott. 3. E. 3. Warum geht das nicht weg? So, jetzt kriege ich die Sachen zwar wieder. Ich hoffe alle. Habe ich alle wieder? Du meinst hier hinten auf diese grüne Fläche? Darf ich nicht? Darf ich hier nicht hinstellen? Kann ich halten wie ein Dachdecker? Kann ich machen, was ich will? Darf ich hier nicht hinstellen? Darf ich nur auf brauner Fläche stellen? Ich kann es hier jetzt mittig auf den Platz stellen. Ach Gott, nee. Das würde gehen, aber auf die grüne Fläche darf ich nicht. Weil die uns noch nicht gehört. So. So komme ich auch besser hier ran, ne? Ja, okay. Ah, Ordnung ist das halbe Leben. Ah. Du bist jetzt hier immer noch nicht weg. Okay. Tomaten haben wir wieder. Dieses Acht, ne? Was ist das? Ach, eine Leuchte. Guck mal, ich hätte auch mit Leuchte da reingehen können. Tomaten. Kommen hier wieder rein. Seemöweneier waren voll. Kartoffeln sind voll. Was hatte ich noch jetzt hier drin? Seegras. Und Holz. Da machen wir das mal mit rein. Und dann gucken wir mal nach den Quests, ne? Wellenreiter, ordentliches Geschäft. Oh, Skrava ist ja auch noch. Die Erwin-Flor-Frucht. Geschichte der Gruft mit Pilius sprechen. Oh. Nein, wollen wir nicht, oder? Das wollen wir doch nicht, oder? Wir wollen nicht die Gruft haben, oder? Ja, Birch, du kriegst auch gleich was zu essen. Birch kriegt auch gleich was zu essen. Das Problem ist, dass man inventarplatztechnisch echt hier eingeschränkt ist, ne? Also ist vielleicht nur mein Empfinden, aber man ist hier echt eingeschränkt, was das Inventar betrifft. Karotte? Brauchen wir doch gar nicht. Warte mal, was habe ich jetzt Karotte. Doch, zweimal. Zweimal. Haben wir aber nicht. Haben nur einmal. Okay, dann halt nicht. Dann geben wir uns mit der einen Karotte zufrieden. So. Reis können wir schon mal ernten.
Und die Mandragora können wir auch ernten. Die Kartoffeln lassen wir erstmal sein, weil davon haben wir jetzt wirklich massig. So. Sind wir gestern Abend ohne Essen ins Bett gegangen? Ja, ne? Warte mal, wir holen mal einmal Milch. Oder nee, wir gönnen uns mal hier so eine schöne Raffinesse, oder? Warte mal, wie sieht denn unser Dings aus? Raffinesse könnten wir gebrauchen, oder? Machen wir mal schön Raffinesse. Die Mandragora lassen wir hier. So. Und dann werden wir uns jetzt mal ein bisschen Raffinesse zuführen. So, wir fangen an. Wir brauchen heute was zwischen die Kiemen. Das heißt, wir nehmen mal eine schöne Ratte. Schönes Raclette. Rattenraclette mit einem schönen Seemöwenei, jawohl. Bisschen glitschig, bisschen schleimig. Dazu eine Pilzsoße vom allerfeinsten. Das zieht uns richtig die Leidenschaft hoch. Und dann noch einen Hauch Tomate rein. Das hat jetzt nicht die Raffinesse hochgezogen, oder? Die Leidenschaft, meine ich. Naja, egal. Die Raffinesse wollten wir ja. Wir wollten ja gar nicht die Leidenschaft, wir wollten ja Raffinesse. Rattenbraten und gesalzene Muscheln an Obstkompott. Na, wenn das mal nicht lecker ist, na? Die Raffinesse mal 1,5. Wir haben Level 8 erreicht. Ein Traum. Ein Traum. Wir haben Level 8 erreicht. So. Alles rinnen, damit Witsche schief gehen. Ja, Level 8. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich hoffe, der Baum hat jetzt was gegeben. Wir laufen immer noch in unserer Kochkleidung rum, als wären wir einer von den Großen. Mein bestes Stück, du brauchst hier jetzt mal hier schön. Nochmal eine Kartoffel. So. Und eine Karotte. Ein bisschen ausgeglichen das Ganze, jawohl. Das sieht ja schon ganz gut aus. Das habe ich jetzt für den Birch gemacht. Holzapfelleckerei an Käseskins mit Orangen, was auch immer. Wir haben immer noch keine Rufpunkte. Wir müssen mehr Gerichte für das Zestaurant machen. So. Ich komm mal her. Du kriegst jetzt erstmal hier ein schönes Gala-Diner. Der mag das nicht? Doch. Was, warum sitzt du? Ah, 77 von 80. Okay. Das sieht gut aus. Und du hast jetzt hier schon Früchte oder was? Oder muss ich jetzt jedes Mal. Nein, da kommt eine Frucht runter. Eine. Eine einzige Frucht. Dein Ernst? Okay. Eine einzige Frucht. Das ist jetzt nicht wahr. Doch ist es aber. Der Äpfel können wir jetzt verkaufen. Komm, mein Freund. Dann können wir diesen Vulperius da seine Baumfrucht bringen. Der ist noch gar nicht da. Doch, ist er. Da ist er ja. Hier. Das ging schnell. Meine Farm ist ziemlich beeindruckend.
Ich habe Dinge gehört, aber ich wusste nicht, ob sie wahr sind. Natürlich werden wir überprüfen, dass du die Bäume tatsächlich besitzt und diese nicht irgendwo gekauft hast. Gerne doch. Nun, das macht deine Farm zu einem ziemlich wichtigen Standort. Ich denke, ich kann ein solides Argument vorbringen, um einige zusätzliche Mittel für das Südtor umzuleiten. Ich hoffe, es ist nicht wichtig genug für die Regierung, um mich rauszuschmeißen. Warum sollten sie dich rausschmeißen, wenn sie dein Restaurant besteuern und dich die ganze harte Arbeit machen lassen können? Ah, ich sollte also hoffen, dass sie eher faul als gierig sind. So kann man es auch ausdrücken. Das letzte Mal, als zwei Regierungen zu provokativ wurden, hatten wir einen gigantischen Krieg und eine beinahe Apokalypse. Beinapokalypse. Bleib sicher, Bürger. So, das haben wir erledigt. Wir sollen jetzt mit Speck sprechen. Ich muss kurz was trinken. Ja, ist schon anders, wenn man mehrere Tage am Stück nicht so viel geredet hat. Aber naja. Ich habe mit Vulperius gesprochen. Er wird die Mittel am Tor erhöhen und deine Arbeitsbedingungen lockern. Wirklich? Das ist fantastisch. Hey, ich komme hier jeden Tag durch. Ich würde nicht wollen, dass dieser Ort unbewacht ist. Du hast vermutlich recht. Nun, da ich jetzt etwas Freizeit habe, komme ich gerne in ein Restaurant. Außerdem, nimm das. Das wird dir sicherlich nützlich sein. Reisnudeln. Okay. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Soldatenhelm, konkardianische Soldatenausrüstung, großes Lager. Großes Lager. Großes Lager. Kling, 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 kling. Großes Lager. Das ist nice. Wir können unser Lagersystem erweitern. Hey Tess, Interesse, was einzukaufen? Ja, aber nicht wirklich. Muss hier mal ein paar Äppelchen loswerden. Hier, diese sind so extra nervig. 1152 und die Gadoschkas machen wir auch leer. Ratten behalten wir. So, jetzt haben wir hier Erwin-Samen. Einkaufen wir. Jetzt ist er nämlich auch freigeschaltet, nämlich. Dann brauchen wir nämlich nicht warten. Dann brauchen wir nicht warten, bis die Früchte da jeden Tag eine Frucht dabei rumkommt, sondern können jetzt schon zwei Früchte nehmen. Und dann müssen wir uns ja wahrscheinlich um die Progressoren kümmern, ne? Und Möbel brauchen wir. Aber wo stellen wir denn jetzt die ganzen Bäume davon hin? Also, so. Würde die ja schon ein bisschen extra stellen. Ach nee, auf grün dürfen wir sie ja nicht stellen, ne? Und das ist aber auch nervig, ne? Wo willst du denn da jetzt noch einen Baum? Wir können doch einen hier bei den Kühen hinstellen, oder? 6. Können hier noch einen bei den Kühen hinstellen. So. Unsere Kühe brauchen Futter. Was war das? Karotte und Tomate oder so, ne? Die können größere. Oh, 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 oh. Dann können wir hier das große Ernten anfangen. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, dass es doch so war, ne? Geh, ich komm mal her. Zack, 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 zack. Oh, unser Feld sieht schön aus. Sehr schön, sehr schön. Ah.
Eine Kuh ist weg. Nee, ich dachte schon. Schock, schwere Not. Hab ich mich jetzt erschrocken? Muh. Eine Kuh macht Muh. Beide Kühe machen Mühe. So, Mandragora werden wir ernten. Und dazwischen war noch irgendwas anderes. Okay. So, die Tomate müssen wir ernten und Reis brauchen wir auch. Ach, Mandragora. Zack. Und dann werden wir uns tatsächlich... Ich will mich nicht mit den Progressoren da, da, da. Eine Mandragora und Reis brauchten wir auch einmal. Ich frage mich immer noch, wo du das Einhorn findest. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht wird es nicht in diesem Stream sein. Geh mal lieber davon aus, dass es nicht in diesem Stream ist. Liebe Grit. Ach, Quatsch. Ach, Reis. 6. Reis war hier, ne? Ja. Und 7. Die Mandragora war... Oh Gott, wir müssen noch eine machen. Haben wir noch genug? Nee, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Naja, es ist schon... Klingt schon merkwürdig. Vielleicht in der Gruft, vielleicht weiß ich nicht wo. Es klingt auf jeden Fall schon ziemlich merkwürdig. Ich habe definitiv zu wenig Sachen. Nee. Dieses ultragroße Aufbewahrungskiste ist perfekt, um noch mehr Zutaten, Gegenstände und zufälliges Gerümpel zu horten. Das Problem ist das Erwin-Holz. Ich müsste jetzt quasi... Das ist aber auch fies, ne? Warte mal. Da hängt schon wieder eine Frucht dran, warte. Und jetzt? Oha! Weil das wächst ja nach, ne? Das ist ja... Die Eier hast du? Die Eier? Warte. Die Eier? Das Pangunei, das ist das da hinten. Ach, Bild, ich komm her, ja. Die Eier, was ihr meint, ist das hier oben. Puh. Komm da noch nicht hoch. Stimmt, das Pangunei. Ei. Bäh. Und Pangun ist... Oh Gott. Oh, das ist ja gemein. Ich will nicht mehr. Das, ihr wisst, dass dieses Let's Play riesig groß wird, ne? Ihr wisst, dass das riesig groß wird. Ich glaube, wir müssen nochmal mit der Hexe Baba Yaga sprechen. Und mit denen hier. Warte. Ach, komm mal her hier. Dass der auch immer so langsam... Mich nervt es so ein bisschen, dass ich den Bierchen immer holen muss. Weil mit jedes Mal, wenn ich ihn rufe, hat der mehr Hunger. Aber... Dann müssen wir halt mit denen mal sprechen. Der Progressor sagte, dass ich euch vielleicht helfen kann. Ah, das ist schön. Du bist der Grundstücksbesitzer, richtig?
Der bin ich. Ich weiß allerdings nicht, ob das für den Friedhof gilt. Ganz bestimmt. Also seid ihr jetzt technisch gesehen auf meinem Grundstück. Ohne Erlaubnis. Um ehrlich zu sein, kamen uns die Eigentumsrechte gar nicht in den Sinn. Vielleicht würde es euch helfen, wenn ihr wenigstens so tun würdet, als ob ihr anerkennt, dass es eine tatsächliche Gesellschaft mit eigenen Regeln gibt, die außerhalb eurer Köpfe existiert. Ich sage nur, dass es helfen könnte, die Anzahl der wütenden Mobs in eurem Leben zu reduzieren. Tut mir leid, willst du, dass wir gehen, oder? Oh nein, ihr seid hier herzlich willkommen, wenn ihr es schafft, den Friedhof in die Luft zu jagen. Ist das eine Sache weniger, um die ich mich sorgen muss. Ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird, auch wenn es ein bisschen knifflig ist. Warum ist es knifflig? Diese Gruft ist ein bisschen mehr als nur das Unsere Vorträge zeigen, dass sie eine besondere Art von Energiekristall enthält, der ein Magiker Siegel betreibt, sozusagen. Und damit könnt ihr Valalaika helfen? Ja, aber das System ist ziemlich kompliziert und mächtig, fürchte ich. Wie aufregend, und ihr versucht, die Runen zu entschlüsseln, um ein Rätsel aufzudecken, um die Tür zu öffnen? Oh, die Runen habe ich bereits übersetzt. Was sagen sie? XXX dich, Streuner. Ah, also kein Rätsel. Kein Rätsel, wer auch immer das getan hat, war ein bisschen kompetenter als normal. Also, wie lautet der Plan? Wollt ihr die Tür in die Luft jagen? Wenn wir hinter dem Herwehr wären, was in der Gruft ist, hätten wir das schon getan. Leider sind wir hier dem Heer, was das Sicherheitssystem antreibt. Leider sind wir hinter dem Heer, also er will das haben, was das Sicherheitssystem antreibt. Stell dir vor, du versuchst, ein Schloss zu demontieren und zu stehlen. Es zu sprengen ist keine Option. Wir müssen es mit Vorsicht deaktivieren. Ich versuche, Umwege zu finden und die Magiker-Auren zu lesen, aber das wird Zeit brauchen. Es ginge viel schneller, wenn wir direkt an der Quelle gelangen könnten. Ein altes Dokument oder so etwas in der Art. Denkst du, du kannst uns helfen? Ich glaube, ich kenne jemanden, der das aus erster Hand wissen könnte. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Das würde die Dinge viel einfacher machen. Ich werde mal sehen, was er zu sagen hat. Gut, wir werden die Dinge hier weiter vorbereiten. Ja, wir wissen genau, wen wir fragen müssen. Ich glaube, ihr wisst es auch. Genau, unser Bild müssen wir fragen, genau. Erst als du gesagt hast, Bild fragen, Guru, habe ich gedacht, die Bild-Zeitung fragen. Aber die ist ja hier nicht aktuell. Also, wir müssen natürlich unseren Hausgast fragen, Birch. Ob der uns hier weiterhilft. Aber der will ja eigentlich nicht, dass das geknackt wird, ne? Ich glaube, der ist da, glaube ich, nicht so begeistert von. Das Bild fragen. Er und seine Kotterlaune. Geistoffel will er auch nicht haben. Dabei sind wir hier Risiken eingegangen. Hallo. Was gibt es? Ich habe einige Fragen über die Gruft auf dem Friedhof. Worum geht es genau? Weißt du, wie das Sicherheitssystem funktioniert? Natürlich weiß ich das. Ich habe es entworfen. Warum so viel Sicherheit? Was ist da drin? Nichts, worüber du dir Gedanken machen solltest. Du wirst mir also nicht verraten, wie man sie öffnet? Es würde dir sowieso nicht viel nützen, das zu wissen. Du kannst die Gruft nicht öffnen. Warum nicht? Du brauchst den Stein des Lebens und den Stein des Todes, um die Tore zu öffnen. Und beide sind unzugänglich. Überhaupt keine protzigen Namen. Es sind Edelsteine, die speziell für unsere Familie... Moment. Wir haben doch da sowas, ne? Es sind Edelsteine, die speziell für unsere Familie angefertigt wurden. Durchdrungen von der Essenz des Lebens und des Todes.
Und was ist mit der Essenz des Lebens oder des Todes? Was das betrifft, wie hast du sie bekommen? Hast du eine Leiche ausgequetscht? Das Verfahren basiert auf der Arbeit der Aurumantin Hepla Tanask. Ziemlich solide, ziemlich komplex und ziemlich sinnlos, mit dir darüber zu reden. Du wirkst ziemlich besessen von Leben und von Tod zu sein. So habe ich die Unsterblichkeit erlangt. Wenn du deinen aktuellen Zustand als Erfolg bezeichnen willst, werde ich nicht derjenige sein, der deinen Enthusiasmus bremst. Du denkst immer noch, dass der Tod weit weg ist. Vielleicht änderst du deine Meinung, sobald er näher kommt. Wie bist du überhaupt gestorben? Bei einem tragischen Unfall. Was? Nichts. Also, wie bekomme ich die Steine? Gar nicht. Sie wurden an meine Verwandten geschickt, nachdem die Gruft versiegelt wurde. In Anbetracht dessen, dass sie mein Erbe ausgeschlagen haben, haben sie sie höchstwahrscheinlich für Taschengeld verkauft. Verstehe. Wirklich schade. Ich schätze, die Infinigen-Leute müssen das Ding einfach mit Gewalt öffnen. Die Infinigon? Ich bin überrascht, dass diese kaiserliche Schoßhündchen es wagen würden, dem Orden zu trotzen, indem sie einem Friedhof herumschnüffeln. Ah ja, du warst ziemlich isoliert. Es gibt kein Imperium mehr. Es zerfiel vor etwa einem Jahrzehnt, während der letzten Beinapokalypse. Oh, das Wort werde ich nie begreifen. Beinapokalypse. Es gab eine Beinapokalypse. Und wie es die gab. Es gab einen ziemlichen Aufruhr, jetzt wo du es erwähnst. Ich dachte, es wäre ein Bürgerkrieg. Auf jeden Fall sind die Infinigon jetzt eine ziemlich unabhängige Organisation. Ich verstehe. Ich weiß nicht, ob mir die Vorstellung gefällt, dass diese Bande ohne jemanden herumläuft, der sie in Schach hält, sagt der fiese, untote Okkultist, der es geschafft hat, sein ganzes Anwesen zu verfluchen. Du weißt offensichtlich sehr wenig über sie. Es gab einen Grund, warum es im Reich der Triumvirat gab. Ein Triumvirat gab. Und sie davon abzuhalten, zu intensiv zu werden. Und weißt du, was noch intensiv werden wird, wenn sie mich weiter mit meiner Gruft nerven? Der Wächter, den ich an diesen Ort gebunden habe. Also sag ihnen, sie sollen von meinem Rasen verschwinden. Also, um genau zu sein, ist es nicht mehr dein Rasen. Weißt du was? Geh und spiel mit der Gruft so viel wie du willst. Okay, er wird uns also nicht helfen, war ja klar. Habe ich mir schon so gedacht. Dem müsste man echt, ich müsste wirklich die Fackel nehmen und ihm das Bild unterm Arsch wegbrennen. Entschuldigung. Er ist ziemlich gehässig. Wenn ich bedenke, dass wir da hinten noch alles erforschen müssen, diese Ruinen, die dort sind, da wird mir jetzt schon übel. Wir sind schon wieder 7 Uhr abends. Der Tag ist schon wieder vorbei. Herrgott. Ach Gott, nee, man ist den ganzen Tag nur unterwegs. Nur unterwegs. Hier wird es nicht langweilig. Hallo nochmal. Hast du mit deiner Quelle gesprochen? Er sagte, wir brauchen so etwas wie einen Stein des Lebens und den des Todes. Noch allgemeiner ging es wohl nicht. Er erwähnte die Lehren der Aurumanten Hepla irgendwas. Ah, ich verstehe jetzt. Das Zeug ist nicht leicht zu bekommen. Wer auch immer das gebaut hat, hat es echt drauf. Vielleicht sollten wir uns diese Villa genauer ansehen, Progressor. Vielleicht später. Im Moment haben wir Wichtigeres zu tun. Ja, du hast recht. Also, was sollen wir tun? Nun, die Steine zu rekonstruieren würde zu lange dauern. Ich fürchte, hier hilft nur rohe Gewalt. Gibt es keine andere Möglichkeit? Erzähl mir mehr über die Steine. Nun, die Steine sind auf der Aurastrahlung eines lebenden Körpers voller Energie abgestimmt
und auf die Strahlung, die er abgibt, wenn die Leidenschaft den Körper verlässt und er zu einem Leichnam wird. Also Energie und Leidenschaft. Als wenn ich das gerade nicht gesagt hätte. Also Energie und Leidenschaft. Ja. Mehr Informationen brauche ich gar nicht. Ich möchte etwas ausprobieren. Okay.